Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, nach ziemlich heftigen Entscheidungen, beziehungsweise einer ziemlich heftigen Entscheidung in der letzten Folge, geht es jetzt nahtlos über. Und zwar befinden wir uns hier oben so ein bisschen östlich von dem Verlies, die Zahnbrecherinne. Und hier ist unsere nächste Quest, beziehungsweise hier haben wir noch ein Buch, der Mond Lorkan. Könnt ihr euch gerne durchlesen, weil das wird jetzt nichts mit unserer Quest zu tun haben. Was soll ich jetzt bloß tun? Was soll ich jetzt bloß tun? Worum geht's denn? Was soll ich nur tun? Sie wurden mitgenommen. Geht es euch gut? Wer wurde mitgenommen? Das Gefolge der Königin. Sie wurden mitten aus unserem Lager entführt. Was? Ein Verrückter. Ein Magier hat sie wegteleportiert. Sein Blick. Wisst ihr, wohin der Magier sie gebracht hat? Er hat etwas über das Tal gekrächzt. Es liegt gleich jenseits dieser Höhle. Ich habe versucht, all meinen Mut zusammenzunehmen, aber ich schaffe es einfach nicht. Werdet ihr ihnen nachgehen? Ich habe diese Schriftrollen der Teleportation. Ihr könntet sie benutzen, um alle von dort herauszuholen. Wo haben die alle diese Schriftrollen her? Ich will auch so eine. Gebt mir die Schriftrollen. Ich werde mich darum kümmern. Ich hoffe, ihr könnt sie finden. Eiren, die Königin. Sie wird sich solche Sorgen machen. Warum warnt ihr und das Gefolge der Königin hier draußen? Wir waren auf der Durchreise. Eiren, ihre Majestät meine ich, sie unternimmt einen Zug durch das gesamte Reich und ihre engsten Berater reisen mit ihr. Die Königin ist nicht hier, oder? Nein, sie pflegt ein schnelleres Reisetempo anzuschlagen als ihr Gefolge. Minantille ist etwas weich geworden, seit sie aus dem Militär ausgeschieden ist. Nulitil ist das Reiten nicht gewohnt. Und Merion kann seine Hände nicht bei sich behalten. So wird das Reisen schwierig. Wie, der kann seine Hände nicht bei sich behalten? Ist der da hier irgendwelche Aktionen auf dem Pferd am machen, oder was? Wisst ihr, wer dieser Magier war? Ich bin mir nicht sicher. Sein Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht vor ein paar Jahren? Während der Unterzeichnungszeremonie? Entschuldigt, ich kann mir keinen Namen merken. Ja, geht mir ebenso. Deswegen, also auch an alle, die ich mal erwähnen wollte oder so und es dann doch wieder vergessen habe, weil ich den Namen nicht mehr wusste. Es tut mir wirklich leid, ich kann mir Namen sehr schlecht merken. Oh, es sieht böse aus hier drin. Es sei denn, ich verknüpfe den Namen mit irgendetwas. Also zum Beispiel, das ist der gleiche Name, wie eine Freundin von mir hat oder sowas. Dann sieht es schon anders aus. Ist aber nett, dass du mir schon mal den Weg frei gemacht hast. Nein, du einfach durchlaufen. Tut mir leid, aber ich brauche das Platinflöz. Ich hätte es auch schon mal... Nein, ich will nicht die Wolfis kaputt machen. Wo muss ich denn hin? Hier. Da muss ich hin. Ich werde ja automatisch schneller, wenn ich jemanden umbringe. Das nur so zur Info. Das ist, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich... Ach nee, das kommt von den Champion-Punkten, genau. Hallöchen. Geht weg! Es gehört alles mir. Sanne Salmo hat das gesagt. Ah, benutzt ihr diese Waffe? Ich könnte euch einen gerechten Preis dafür bieten. Ich könnte auch einfach mit der Waffe dafür sorgen, dass ich alles bekomme. Tut mir leid, sie ist nicht zu verkaufen. Wer ist Vanessa Salmo? Ein Magier. Er hat uns alle hierher teleportiert. Danach fing er an, irgendwelche Zauber zu wirken und dann... Oh, das ist aber wirklich hübsches Schuhwerk, das ihr da tragt. Dürfte ich mir mal ansehen, wie... Konzentriert euch. Wo ist der Magier hin? Wo ist das restliche Gefolge der Königin? Oh, sie sind irgendwo da hinten. Ich konnte weder Minantille noch Merion dazu bringen, sich von ihren Hemden zu trennen. Und Nulitils Hosen hätte ich wirklich gern gehabt. Aber er hat alle Angebote abgelehnt. Geizhälse allesamt. Und ihr seid euch ganz sicher, dass ihr nichts für einen kleinen Tauschhandel habt? Sicher, dass sie nur seine Hosen haben wollte und nicht den Inhalt? Die kommen mir so ein bisschen besessen vor. Bringt mich hier schon ganz durcheinander. Ich besitze da diese ungemein wertvolle Schriftrolle, wisst ihr? Warum überfliegt ihr sie nicht einmal? Oh, wunderbar. Schaut euch diese Schrift an.
sind das Goldmünzen? Die Gier eines Buchhalters lässt sich nur schwerlich ablenken. Ups. Kommt, sprecht mit mir. Da ist er auf einmal wegteleportiert. Schlau, sehr schlau. Ich weiß. Arme Frau. Selbst hinter diesen Mauern ist kein Buchhalter je frei von seiner Gier. Ich bin Sanne Salmo. Willkommen in meinem Labor. Wo ist das restliche Gefolge der Königin? Oh, ich führe Tests mit ihnen durch. So ähnlich, wie ich es mit Lanitale gemacht habe. Jeder von ihnen haust nun in einer eigenen kleinen Welt, die er sich selbst erschaffen hat. Ich bin von Emotionen fasziniert und der Macht, die ihnen innewohnt. Ich sage es ungern, aber es geht ihnen nicht sehr gut. Lasst mich sie befreien. Lasst mich an euren Tests teilnehmen. Oh, was für eine hervorragende Idee. Ein externer Stimulus. Hier, ich öffne Portale in ihre kleinen Welten. Ob es nun ein Erfolg oder ein Fehlschlag wird, faszinierend dürfte es auf jeden Fall werden. Warum erinnert der mich so ein bisschen an diesen Q hier von Star Trek? Okay, sind wir in einer Art Spinnenhöhle? Dedra-Höhle? Dedra-Höhle. Wie kann man mit nichts als Wut leben? Das sieht gut aus. Minantilles Männer haben im Tod. Was ist ein General ohne Krieg? Er muss die da jetzt Fragen beantworten. Ist das hier ein Quiz oder was? Minantille war einst ein großer General. Träumen alle Soldaten vom Tod? Haltet euch fern von mir! Hallo, ich stehe hier. Warum brüllst du zur anderen Seite? Ich bringe euch um. Habt ihr verstanden? Hallo? Ich bringe euch um. Achso, ich soll ihren Zorn besiegen. Ich war gerade ein bisschen... Ich stand vor ihr, ja, zerstört ihren Zorn. Toll. Ah, ich habe meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken heute. Es tut mir leid. Hab Dank. Vielen Dank. Ich kann wieder denken. Ja, ich hoffe, ich auch gleich wieder. Was war das für ein Ding? Ich habe sein Gesicht nicht erkannt, aber dafür seine Rüstung. Es war meine alte Rüstung aus meiner Zeit im Dienst. Ich hatte ja keine Ahnung. All diese Wut, all dieser Hass. Sie müssen sich über Jahre hinweg in mir aufgestaut haben. Wir müssen euch hier herausschaffen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Je schneller ich von hier wegkomme, desto wohler werde ich mich fühlen. Wir sprechen uns bald wieder, Soldatin. Ja, zumindest werde ich deine Stimme öfter mal hören, ne? Wir nehmen ja immer nur die gleichen Synchronsprecher. Ich biete mich auch gerne mal an, für jemanden synchron zu sprechen. Also ich würde das gerne machen. Ein Ungnade gefallener General überwindet ihren Zorn. Wie überaus erbaulich. Auf der rechten Seite. Irgendwo. Ja. Der Inbegriff wahrer Liebe, diese beiden. Okay. Nein, nicht das Bücherregal, Mann. Ist sie nicht schön? Wo war sie mein ganzes Leben? Wir werden zusammen sein, für immer. Also ich nehme an, dein Leben lang war sie tot oder irgendwann dazwischen ist sie zumindest gestorben, wenn das jetzt nicht gerade irgendeine Erscheinung ist und kein Geist. Ihr werdet manipuliert, Merion. Es ist eine Art Geist. Warum lese ich das nicht erst? Nein, sie ist die Liebe meines Lebens. Nichts, was ihr sagt, wird daran etwas ändern können. Ich wünschte nur, diese Höhle wäre nicht so gefährlich. Das arme Ding ängstigt sich so leicht vor diesen seltsamen Pilzen. Seltsame Pilze? Ja, ich bin Alchemist. Bevor ich diese hübsche Frau traf, machte ich mir um nichts anderes Sorgen als um magische Manipulationen. Aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall wollte ich ein paar Sporen sammeln und einen Trank zum Schutz vor... Hatte ich erwähnt, dass wir heiraten wollen? Was? Wir? Nee. Konzentriert euch, Merion. Wie wolltet ihr den Trank herstellen? Oh, das Rezept ist in meiner Tasche, ganz sicher. Ich weiß nur nicht, wo meine Tasche abgeblieben ist. Warum würdet ihr... Ja, mein Schatz, was habt ihr da gerade gesagt? Ich hab dir eine Frage gestellt und nehme mich nicht Schatz. Tasche. Tasche. Wo ist die Tasche? Da ist die Tasche.
Er liebt die Alchemie. Jeder versteht sich gut mit ihm. So, ich singe für Sie, trage Gedichte. Könnt ihr gerne alles durchlesen. Das ist jetzt nicht so relevant, sage ich jetzt mal, zu dieser Quest. Ah, nee, nicht mehr. Merions Leidenschaften kontrollieren ihn. Ich muss die Pilze noch holen, oder? Nee, ich muss 3 Sachen holen. Die freundlicherweise direkt alle nebeneinander stehen. Okay. Ach so. Ich bin alles, woran er denken kann. Okay. Köstlich. Ach, das sind 3 verschiedene Orte, verstehe. Endlich findet Merion die Liebe. Als Sklave. Wenn Merion hier stirbt, dann stirbt er glücklich. Das würdet ihr ihm verwehren? Es ist so einfach, Merion glücklich zu machen. Für gewisse Zeit. Merions Liebe ist wie guter Wein. So berauschend. Wenn es wirklich Liebe wäre, dann wäre er kein Sklave. Er liebt die Alchemie. Jeder versteht sich gut mit ihm. Merions Seele gehört mir. Moment, wie bin ich da jetzt? War das jetzt die gleiche Ebene? Nee, da muss ich runterspringen, oder? Zerstört eine solch unschuldige Liebe nicht. Kann ich da runterspringen? Ist das vielleicht nicht ganz so hoch? Ja, warum sollte das auch klappen? Genau. Egal, aber ich bin unten. Das ist alles, was zerstört hier. Eine solch unschuldige Liebe nicht. Was? Nein, spät. Merion gehört mir. Mir allein. Jetzt nicht mehr. Was ist mit mir geschehen? Was war das? Ich denke, ihr seid jetzt in Sicherheit. Wollt ihr immer noch dieses Ding heiraten? Es heiraten? Das ist doch lächerlich. Ich bin schon verheiratet. Und ich bin immer vorsichtig. Ich spreche mit keiner anderen Frau übers Heiraten. Das bringt nur Scherereien. Er ist schon verheiratet und hat mal ebenso durch diesen Zauber vergessen, dass er überhaupt verheiratet ist. Das erinnert mich daran, wie meine Mutter damals auf den Kopf gefallen ist, wortwörtlich muss ich dazu sagen, weil einer so clever war, mitten im Winter irgendwie das Wasser vor den Stufen oder auf den Stufen so eine Putzfrau so auszuschütten. Und meine Mutter hat das nicht mitbekommen, ist dann ausgerutscht, auf den Kopf gefallen und hat alles vergessen. Die hat vergessen, dass sie verheiratet war. Sie hat vergessen, dass sie ein Kind hat. Sie hat wirklich alles vergessen. Ich glaube sogar inklusive ihres Namens, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber sie wusste jede einzelne Nummer von den Artikeln. Ich muss das so sagen, sie war damals Kassiererin. Von den Artikeln bei ihr im Geschäft. Jede einzelne Nummer wusste sie, aber sie wusste nicht mehr, dass sie verheiratet war oder ein Kind hatte. Ja, Merion, ich verstehe absolut, dass du das vergessen hast. Genau, wir müssen euch hier herausschaffen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Ah, sehr schön. Von Iminelya, richtig? Ein recht bezauberndes Geschöpf, obwohl sie immer so angespannt ist. Vielen Dank, meine neue Freundin. Ja, was heißt hier bezauberndes Geschöpf? Du hast mir gerade noch gesagt, du bist verheiratet, Kleiner, ne? Ja. Kommt der jetzt oder muss ich wahrscheinlich so rausgehen, ne? Wäre ja zu einfach, wenn er mir hier einfach ein Portal hinstellen würde. Wahre Liebe, die nicht sein darf? Wie interessant. Wie grausam. Nee, keine wahre Liebe. Er ist schon verheiratet. Das wird wahre Liebe sein. Gut, ich kenn seine Frau jetzt nicht. Oha. Okay, hier ist es sehr eisig. Muss was mit der Frau zu tun haben. Es ist so kalt. Kann mich kaum bewegen. Werde hier nie herauskommen. Nicht sicher, ob ich will. Oh, nicht immer so negativ im Leben, ja? Warum wollt ihr nicht von hier fort? Da draußen muss es noch kälter sein als hier drin. Bitte macht ein Feuer für uns. Wärmt uns auf. Dann können wir gehen. Ja, aber draußen ist dann immer noch kein Feuer. Womit soll ich das Feuer denn machen? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Öl, etwas Feuerstein und Zunder. Und ich glaube, ich habe beim Herumwandern hier irgendwo einen Haufen Stroh gesehen. Aber bitte, beeilt euch. Dein Ernst, du hast alles dabei, um Feuer zu machen, außer das bisschen Stroh. Und
warum ist dann immer noch kein Feuer hier? Manche Leute sind wirklich... Ach Gott. Das sind Wölfe, euch will ich nicht töten. Den Bären will ich auch nicht töten. Lulethel hat meinen Ausschluss aus dem inneren Kreis der Königin verkündet. Ach komm, hättest du mich doch einfach nur in Ruhe gelassen. Ich liebe Tiere. Ja, auch euch Bären. Kann ich jetzt mal in Ruhe hier die Sachen holen? Ich will dich doch nicht umbringen. Ich hab schon mal gesagt, ich bin Pazifist. Verlassene Notiz. Ich bin, war, Sanassel Moos Adjutant. Möge meine Loyalität in einem anderen Leben belohnt werden. Ich habe jahrzehntelang mit meinem Herrn gearbeitet. Als er, wie ich dachte, zu Unrecht vom Hof der Königin verbannt wurde, blieb ich bei ihm. Man konnte ihn doch nicht dafür verurteilen, was mit seiner Frau passiert ist, dachte ich. Oha. Die öffentliche Meinung kann grausam sein, aber der Mann, für den ich jetzt arbeite, ist diesem Mann kaum mehr ähnlich. Er ist gebrochen. Ich habe in diesen seltsamen Landschaften des Geistes Dinge getan, die die meisten moralischen Leute erschaudern lassen würden. Ich habe Rituale durchgeführt, die so abscheulich sind, dass die Grenze zwischen Leben und Tod verschwimmt. Ich vermisse den den Freund, den ich kannte, den gewitzten Gesprächspartner, den treuen Arbeitgeber, den liebenden Ehemann. Moment, das ist nicht, ich wollte gerade sagen, das ist nicht seine Frau. Dieses Monster, das er geworden ist, nicht wiederzuerkennen. Ich schreibe diese Worte nieder, während ich auf eine Wand auf Eis blicke, die ganz gewiss das Letzte ist, was ich mein Leben sehen werde. Sollte jemand diesen Brief finden, hoffe ich, dass er meinem Freund helfen kann, mehr helfen kann, als ich das konnte. Ich habe es heute irgendwie nicht mehr lesen, ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Ich habe auch eine sehr, sehr schwere Zunge heute. Königin Herold. Nein, keine Wölfe töten, keine Wölfe. Scheiße. Na gut, dann einmal alle zusammen. Augen zu und durch. Es tut mir leid, Bärchen. So, du bist. Ich bin nicht da, Sein Verstand befindet sich erstaunlich, nicht wahr? Die Königin hat einen Herold gewählt, der es kaum ertragen kann, mit anderen zu reden. Da, Sackgasse. Nein, doch, da muss ich durch. Tut mir leid. Du siehst mich nicht. Nein, ich muss schon wieder hier rum. Ihr seid doch sowas von fies. Ich will die Tiere nicht töten. Hau ab. Ich will die auch nicht töten. So warm. Ich dachte schon, mir würde nie wieder warm sein. Ihr hattet recht. Es ist so viel wärmer hier draußen. Die Kälte dort drinnen. Schrecklich. Du bist gerade einen halben Meter nach vorne gegangen. Du bist immer noch in der Höhle. Geht es euch besser? Ja. Ja, das tut es. Vielen Dank. Ich konnte nur diesen ersten Schritt nicht machen. Mir erschien es sicherer, zu erfrieren, als zu versuchen, die Höhle zu verlassen. Verdammt, der eigene Verstand kann einen schon schlimm trügen. Vor allen Dingen, was ist das für eine Logik? Ich habe hier eine Schriftrolle der Teleportation. Nehmt sie und wärmt euch auf. Ich werde eure Güte nicht vergessen. Bis zu unserer nächsten Unterredung. Okay. Er fürchtet andere. Und doch zwingt ihr ihn aus seiner Abgeschiedenheit. Wie gütig. Sein Versteck ist wahrscheinlich das, wo wir reingekommen sind, nehme ich mal an. Mist. Das ist der Turm des Tals. Sag das doch. Also dann wäre ich direkt hier unten ausgekommen, oder wie? Ach, shit. Danke für eure Hilfe, aber leider seid ihr mir nicht mehr von Nutzen. Ja, du mir auch nicht mehr. Euer letztes Gebet. Ich bin nicht gläubig, danke schön. Moment. Ist hier noch ein Buch oder irgendwas, was ich lesen muss? Du böse.
Iminelia? Ihr habt es geschafft. Das restliche Gefolge der Herren ist vorangegangen. Habt ihr euch um den Verrückten gekümmert? Ja, ich habe mich um ihn gekümmert. Er war ein Magier namens Sanissalmo. Sanissalmo? An den Namen erinnere ich mich. Er gehörte früher zum engsten Kreis der Königin. Ihr habt meinen tiefst empfundenen Dank für eure heute geleisteten Dienste. Ich werde sicherstellen, dass die Königin von eurer Tapferkeit erfährt. Oh, ich bin mit Albion auf Du und Du, also die kennt meine Tapferkeit schon. Wir haben undurchdringliche Beine vom Set Eleganz der Königin erhalten. Eiren würde euch sicherlich selbst danken, wenn sie hier wäre. Ihr kennt seinen Namen. Wer war er? Wie ich schon sagte, er gehörte früher zum engsten Kreis der Königin. Er kannte Merion, Minantille und den Rest sehr gut, bis er zum Ausgestoßenen wurde. Warum hat man ihn denn hinausgeworfen? Ich versuche mich zu erinnern. Das war schon vor einer Weile, während der Unterzeichnung der Charta des Altmeri-Dominions. Wenn ich mich nicht irre, hat ihn seine Frau verlassen. Es gab eine Untersuchung. Irgendwas wegen der Experimente, die er durchgeführt hat. Experimente? So etwas wie Gefühlsmanipulation? Ja, ihr habt es. Das war es. Er hat Zauber gewirkt, die die Gefühle anderer beeinflussen. Die Sorte, mit der man den Geist anderer Personen lenken kann. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben, glaube ich. Igitt, ich bin froh, dass ihr euch um den gekümmert habt. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, dann haben wir auch hier wieder eine gute Tat getan. Ja, Funke, komm mal mit rein. Du hast ja auch sehr viel getan. Du hast mir teilweise die Tiere abgenommen, die ich nicht töten wollte. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, ein bisschen weiter nördlich zur nächsten Quest wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.